Herzlich willkommen, Leute. Es ist Kriegszeit. Ja, endlich wieder Wochenende. Wir drehen durch. Schauen wir uns mal an, wie es gerade aussieht. 5769 Punkte beim Gegner, 20 Angriffe noch. Und der Gegner heißt Ua, 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 Ua und noch was mit Ua. Und am Ende Wow. Ja, oder Wow. Wer weiß. Ja, nehmen wir so hin. Wir hoffen, dass wir einen guten Krieg liefern können. Wir sind bei 4.433, haben noch 58 Angriffe. Ja, ein bisschen gelitten jetzt hier hinten raus. Zwischendurch war es ein bisschen besser. Major greift auch gerade an. Und wir schauen mal, was wir machen können. Ganz vergessen, letzte Mal Glina zu begrüßen. Ja, herzlich willkommen, Glina. Ist jetzt schon ein, zwei Kriege länger bei uns. Hatte ich ganz vergessen, geht natürlich gar nicht. Ne? Also Begrüßung muss sein. Von daher, willkommen. So, blauer Tank, ja, ein paar Brocken haben wir, Major ist wie gesagt auch bei, der geht auf den Kannibalen, komm, dann nehmen wir uns den da und schauen mal, was wir da machen können. So, sieht nach grün und lila aus, ja, machen wir grün und lila. Grün und lila ist immer gut. Ba, 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 grün und lila. Dann machen wir das auch so und so. Okay, also wir haben Equalizer, ne? Das heißt, er nimmt uns quasi die Bonis, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ich glaube ja. Und wir nehmen trotzdem Rigard im Kostüm mit. Ja, ich hoffe, dass wir das gut timen können, dass wir einen ordentlichen Bums haben. Von daher probieren wir das einfach und werden sehen, was passiert. Jawohl, Major hat gepunktet. Okay. Wir haben zumindest mal ein bisschen Grün unterm Tanky. Und das spielen wir auch gleich mal rein. So, okay, dann haben wir Lila. Wenn wir das so spielen, haben wir danach nochmal Lila. Das ist gut. Dann spielen wir das so. Dann ist der Tank weg. Geht in Lila. Okay. Hätte schlimmer sein können vom Startboard her. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir das am schönsten machen. Gehen wir auf Wander. Wir haben danach, wenn wir das blaue Match spielen, haben wir ein lila Match. Ja, wir gucken mal. Wir machen das mal so. Und wir spielen das auch als Combo, denn wir brauchen Boardbewegung. Da kommen wir nicht drum rum. So, wir lösen jetzt mit Absicht noch nicht aus, weil der Equalizer kommt. Grün liegt unter Wander, das ist gut. Jetzt können wir auch Rigard ganz entspannt zünden. Ja, die Pissnelke stirbt natürlich nicht. Wäre auch zu schade gewesen hier. Haben die alle noch ihren Schweinebuff drauf? Wir haben Grün da drunter. Ich möchte nicht, dass geheilt wird. Wir machen erstmal einen auf diesen hier. Okay, dann ziehen wir sie hinterher. Auch okay. Und dann gehen wir eher da drauf. Und schieben hier mal grün mit durch. Ja, dann machen wir das so. Wir werden jetzt von beiden eine abkriegen. Haben aber grün unter Usena. Das ist okay. Ja, das verkraften wir. Fock hat ein bisschen mehr erwischt. So, okay. So, dann schießen wir hier drüben erstmal den heißen Feger ab. Okay, und dann schießen wir sie ab und dann ist das Ding geritzt. Gut, gut, gut. War ein schöner Start.
Ja, ne, da muss keiner warten hier. Bin ja, hab ja keine Lorbeeren hier in irgendeiner Form, ja. So, dann gucken wir mal weiter. Wir müssen ja ein bisschen schauen, ne? Das gefühlt das Beste, was wir an Grün haben, haben wir jetzt schon rausgeklöppelt. Was ist das hier? Mutter Nord. Morell. Morell ist auch nicht so toll. Morell ist auch nicht so toll. Major ist aufgegangen. Okay. Hier könnten wir natürlich auch was mit Lila machen. Wir könnten aber auch was mit Blau machen. Weil wir dann die Möglichkeit haben, eventuell zu kontern mit Ariel. Mal kurz überlegen. So, wenn wir jetzt noch ein bisschen Grün mitnehmen wollten. Wir können das natürlich auch so machen. So. Also Ariel, um das Gedöns wegzumachen, was eventuell von Drake und von, na, ich vergesse den Namen, aber Morell kommt. Ja, ich bin optimistisch. Das wird was werden. Das wird was werden. So, okay. Blau ist so gut wie gar nicht da. Das ist super. Stehe ich so richtig drauf. Wir machen erstmal, wir bauen uns hier erstmal die Grünen zurecht. Kurz mal Lucky-Lucky machen. Wenn ich den gelben da spiele, den er mir anzeigt, darunter den gelben. Dann rutscht der Grüne da hoch und ich kann immer noch ein grünes Match so machen. Ich kann es aber auch so machen. Wir können natürlich auch hoffen, dass hier was nachkommt. Okay. Kommt also nichts nach. Das war glücklich mit Blau. Wir müssen aber jetzt auch in eine Pushen kommen mit Blau. Von daher spielen wir den mal so. Dann haben wir noch ein blaues Match hier an der Seite und haben danach ein grünes. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier ein bisschen das überleben, weil das Problem ist, dass Castrell gleich auslöst. Ätzend. Oh, und Clarissa darf auch noch mal. Das Spiel kann so ätzend sein. Spielen wir es so, haben wir noch ein grünes Match. Naja, jetzt dürfen beide auch noch. Es ist zum Kotzen, ey. Es hat einfach zu lange gedauert. Wenn es zu lange dauert, Lyanna kommt jetzt hinten auch noch um die Ecke. Dann hast du einfach keine Chance mehr. So, wie können wir denn hier noch eine verrückte Combo spielen? Können wir noch irgendeine Combo spielen? Nö, dann machen wir das so.
Da habe ich schon wieder keine Lust mehr. So, okay. War eine super Geschichte. So, gut, dann auf ein neues. Auf ein neues. Hier nehmen wir Lila mit für Uraeus. Da muss ich überlegen. Jawohl. Na. Lass uns mal was mit Rot machen. Lass uns mal was mit Rot machen. Rot für, na, sag schon, für Liana. Auf. Dick mal grün mitgenommen. So, wir spielen erstmal den, dann haben wir mal zumindest ein lila Match oder auch nicht. Oder auch doch. Also mal gucken. Das spielen wir mal so. Ich will mal gucken, ob. Na, was ist das denn? Habe ich nicht kommen sehen. So, wir müssen auf jeden Fall irgendwie Ariel da wegbekommen, sonst ist das mega ätzend und nervig und überhaupt. Nehmen wir erstmal den. Mann, immer diese Kombos, die man nicht haben will. Na gut, der letzte war okay. So, ich lebe in der Hoffnung. Das müssen wir anders spielen. Das müssen wir so spielen, dass es da nicht gleich wieder eine Kombination gibt. Ich lebe in der Hoffnung, dass sie jetzt von den drei Steinen stirbt. Wenigstens einmal recht behalten. Das geben wir ihm ruhig mal. Den müssten wir verkraften. 1029. Hau doch nicht durch, ey. Ja, das war ja mal tatsächlich richtig verzaubernd gewesen, was die gute Fee gemacht hat hier. So, die Herzkönigin wird jetzt auslösen. Müssen wir mal gucken, dass wir jetzt ihre Schweinekarte da relativ zügig wegbekommen. 1345. Auf ein Ares, der auf Schild bewappnet ist. Komisch. Wenn ich das mache, passiert das nicht. Okay, so, nicht weiter rumheulen. Wir werden weiterspielen. Wir gucken jetzt, dass wir in der Mitte bleiben. Wir versuchen die Regeln anzuwenden, die wir so kennen. Nämlich halte dich fern vom Gegner, damit du in Ruhe hier rumspielen kannst. Hier trifft sie nur einmal, das ist ärgerlich. Na. So, komm, den Diamant nehmen wir mit, der sich da aufgetan hat.
jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Sollte aber trotzdem reichen. Dachte ich. So, seid ihr fertig? Okay. Das war okay. O Sniper hat meinen gecleant. Besten Dank dafür. So. Pass auf, hier machen wir jetzt Folgendes. Das, was man da so gar nicht macht. Man geht da mit Gelb rein gegen Osena. Oh, verrückt. Beim Equalizer sollte das irgendwie gehen. So, wir brauchen aber noch was zum Heilen. Dann nehmen wir ihn. Und damit es richtig scheppert, nehmen wir noch den Almur. Und wenn das ein bisschen aufgeht, dann wird das richtig witzig. Wir müssen nur gucken, dass es auch richtig witzig bleibt. Feuerfrei. Also der Plan ist, Wächtergazelle anbekommen und dann ein paar Steine und dann sind die alle weg. Ob das so klappt, werden wir gleich sehen. Gelb ist nur sehr minimalistisch hier besetzt. Das heißt, das Board muss sich entwickeln, aber ganz geschmeidig. Wir spielen erstmal so, weil ich will die Gelben haben. Wir wollen die Mutter natürlich in Ruhe lassen, das ist auch wichtig. Dass die blöde Kuh da nicht austickt. Wir holen uns erstmal die Gelben. Wir holen uns erstmal die Grünen. Was war Onatel? Onatel hat nochmal. Die stiehlt Mana, genau. Okay. So, noch haben wir aber kein Mana erzeugt, von daher können wir da auch erstmal durchschrubbeln. So, wir hauen jetzt einfach mal voll auf die Mitte hier. Das war gar nicht so schlecht. Das war gar nicht so schlecht. Wir machen uns mal ein bisschen gesund. Wir schieben den mal hier. Dann haben wir nämlich grün in der Mitte. Und haben danach gelb. So, das kriegen wir ganz gut weg. Dann müsste Osena weg sein. Das war gemein. Das hätte jetzt nicht unbedingt auf die Wächtergazelle gehen müssen. So, die Mutter löst aus. Von daher spielen wir den Diamanten, weil sie eh auslöst. Das war nett. Das Osena an ist, ist nicht nett. Okay. So, Equalizer kommt. Equalizer kommt. Dann spielen wir das da nochmal rein. Na, ah, der war nicht, der hätte nicht sein müssen. Onatel hätte jetzt nicht noch auslösen müssen. Das wäre ganz cool gewesen, wenn Onatel nicht ausgelöst hätte. Okay, irgendwie überlebt. Das ist schon mal gut. Langfristig wird uns die da hinten nerven. Wir gehen da mal drauf.
So, jetzt brauchen wir zügigst grün. Und zwar so, dass wir auch am meisten ghosten. Und das müsste der Fall gewesen sein. Okay, das haben wir überlebt, das ist gut. Die löst da hinten eh aus. Dann spielen wir da auch mal keck rein. Mann, das ist ja richtig was zum Nachdenken hier. Ist ja mega ätzend, ey. Wir wollen die gelben. Wir wollen die gelben. Und haben sogar noch mal die Möglichkeit, grün zu spielen. Dann machen wir das auch. Wir müssen da hinten dranbleiben. Die Mutter darf nicht nochmal kommen. Sonst ist das blöd. So, wir kriegen erstmal was zum Heilen. Das ist erstmal okay und wir kriegen ein gelbes Match. Okay. Wir spielen das auch so. Und jetzt müsste es eigentlich, Mann, ich rutsche immer weiter runter. Na, alte Mann hier. So, Equalizer kommt. Egal. Die Mutter muss weg. Und ja, ich habe da Steine drunter, aber das Risiko, dass die auslöst, ist mir einfach zu hoch. So, und jetzt lassen wir den Equalizer wirken und dann knallen wir sie weg. Dup, 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 dup. Das müsste schon reichen. Okay. Oh, 56 Punkte hat der Kollege gebracht. Das geht ja. So, was nehmen wir denn jetzt hier noch? Wir haben auf jeden Fall noch einen ganzen Arsch voll Gelb, glaube ich. Und für Gelb würde sich ja das hier anbieten. Machen wir mal. Was haben wir denn noch in Gelb? Oraeus haben wir noch. Oh, Devana haben wir auch noch. Schön. Komm, dann machen wir wieder Attacke hier mit Gelb und nehmen mit. Nehmen mit, nehmen mit. Rot. Und falls Bera uns stresst, nehmen wir ihn mit? Nehmen wir ihn mit? Ja. Falls Bera stänkert. Und los geht's. So, okay, es ist nicht so viel los. Ich könnte den Blauen in der Mitte spielen, dann kriege ich ein rotes Match, aber das ist mir irgendwie noch zu blöd. Ich mach mal so, dann kommt das ein bisschen zusammen. Okay, dann holen wir uns hier das zweite Gelbe. Ach du Schreck, jetzt sind die auch noch so gelegt. Spielen das mal so. So, Magni wird auf jeden Fall auslösen. So, wir gehen mal da auf die Prinzessin. Nur einmal verfehlt, ja. Ja, auch nicht doll. Mann, ist aber auch nichts los hier auf dem Board hier. Ist doch scheiße.
Und der wird wiederbelebt. Jetzt kriegst du die ultimative Kombi und der haut dir den Heiler weg, Junge. Er haut dir den Heiler weg. Ist das eine Bazille, Junge. Wirklich wahr. Du hässlicher Kacklappen, ey. Der hässliche Kacklappen-Magni, er wirklich wahr. Da. Wirklich, der allergrößte Arschloch. So, okay. Dann jetzt hier. Volle Concentration. Wir gehen mal da drauf. Er müsste in der zweiten sein. Jawohl. Wir haben Gelb unter Bera. Komm, wir machen das hier final. Wir hauen die Seite weg hier. Sie stirbt natürlich nicht. Ist ja völlig klar. Lebt denn der noch? So, es ging am Ende gut, aber jetzt mal ganz ehrlich, was war das für eine Scheiße mit Magni? Ja? Dann hast du schon das Glück und hast so eine abgefahrene Mörder-Kombo und keine Ahnung, ich freue mich, dass ich gewonnen habe, aber Magni wiederbeleben und haut dir den Heiler raus. Also wirklich. Was ein Arschloch, ey. Dreckterpe. So, jetzt lass uns mal gucken, was wir hier noch haben. Also, wir haben noch unser, mittlerweile zerrupptes Team hier. Wir haben noch eine Clarissa, ein Quarz noch nicht so richtig, ein Killhasen. Ach Mensch, wir haben ja so viele Alternativen hier noch, ist ja verrückt. Habe ich so viele Helden mittlerweile? Ihr Mock-Armin-Liebling auch noch, aber der wird jetzt, glaube ich, nicht zum Einsatz kommen. So, und dann lass uns mal gucken. Ich glaube tatsächlich, wir gehen auf den Frost hier mit Heimdall. So, dann machen wir das so und so. Frost kann eigentlich mehr in die Mitte, ist auch okay. Und jetzt können wir Clarissa stellen und... So, zwei, die schießen. Einer, der uns am Leben hält ein bisschen und die andere Trine. So, ja, das sieht gut aus. Das machen wir so. Was ist denn hier los? Da wollen wir die 19er haben. Okay. Und ich würde sagen, auf geht's. Alter, ich will blau. Na, nehmen wir erstmal die Lilanen auf der linken Seite weg. Blau ist nicht so richtig da. Wir machen mal so, dass wir ein bisschen Bordbewegung bekommen. Gut, Heilung haben wir schon mal. Das ist ja schön. Lila haben wir auf Emma auch wieder. Aber wir kriegen gleich den Ausgleich. Wir brauchen langfristig ein bisschen blau. Also machen wir das mal. So, wir gehen auf die Seite. So, wir brauchen noch keine Heilung. Wir haben halt kein Blau, ja. Das ist echt scheiße, wir haben kein Blau.
So, jetzt werden wir uns mal doch heilen. Wir haben ja auch ein paar Steine da. Klar, beide ausgewichen. Na sicher doch. Mann, ey. Wirklich wahr. Nun stirb endlich. Oh, Akkurok will auslösen. Das gucken wir mal, dass das nicht passiert. Danke. So, mittlerweile haben wir sogar Blau. Unfassbar. So, was hat denn die hier noch? 166. Ich muss kurz überlegen, was passiert, wenn ich den gelben Diamanten mache, der da die ganze Zeit rumleuchtet in der Mitte. Pass auf, wir machen das so. Das könnte reichen. Ja, das war blöd. Heimdall hätte jetzt nicht auslösen müssen. Mal gucken, was er macht, ob er ihn wiederholt. Okay, das war gut. Und dann würde ich sagen, wir gehen auch, wir scheißen auf Maligna da hinten, wir gehen volle Pulle auf den Heimdall. Weil wir müssen den schnellstmöglich wegbekommen. Wir heilen uns mal, falls Maligna hier irgendwas Komisches macht. So, das sollte jetzt eigentlich reichen, um den Heimdall da wegzuknallen. Mal gucken. So, und jetzt bleiben wir rechts und dann dürfte hier auch nichts mehr anbrennen. Also, ja, ich warte jetzt mit dem Gift auch nicht. Wir hauen da jetzt hintereinander drauf. Bordbewegung. Wir können es uns leisten, da auch einfach reinzuspielen. Das ist jetzt nicht so tragisch. Wenn der Heiler tot wäre, würde das anders aussehen, ne? Dann würde ich da jetzt nicht so bedenkenlos reinballern. Aber dadurch, dass der Heiler bei uns noch lebt, können wir das ohne Probleme machen. So, wir brauchen Bordbewegung, also spielen wir auch die Combo. Ja, ist jetzt auf Zeit, ne? Kriegen wir sogar ein bisschen blau und dann war es das auch gewesen. Sehr schön. Also das war ja an sich ganz toll, bis auf den einen Fail. Ja, und ich stehe wieder hinter Glina. Ja, das nervt mich. Ja. Er hat letztes Mal gesagt, dass das nicht passieren wird, dass ich jemals vor ihm stehe. Und das ist nicht okay von ihm, finde ich. Ja. Aber gut. Ja, ich würde sagen, das war ganz okay. Die haben mittlerweile hier auch wieder was gemacht. Ja, One-Shot, Fail, One-Shot, Fail. Okay. Gut, 14 Angriffe noch. Wir haben noch 50. Ja, es könnte schlechter aussehen. Ja. Aber es muss am Ende alles passen. Von daher, ich drücke euch die Daumen für euren Krieg. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, es ist Kriegszeit. Macht's gut, bis dahin. Ciao.